Herzlich willkommen zum Maltischer Mittwoch vom 12. Oktober 2016. Heute, ja, Episode 1, 4, 8. Ich zeige euch Neues am Maltisch. Und dann sag ich euch, wie man da Ogers zu einem Kampf schickt. Wir gehen das Armeebuch von den Ogern durch und ich zeig euch alle kleinen Kniffe, die ich weiß. Jawohl. Und danach bauen wir einen Trauerfang und setzen dann Ork drauf mit Grünstoff. Und wenn das noch nicht reicht, dann kommt er halt nächstes Mal wieder im Oktober. Aber bevor es losgeht, wie immer, das Intro. Herzlich willkommen hier am Maltisch. Ihr seht schon wieder die genutzte Oberfläche. Es wurde viel gemacht in letzter Zeit, aber leider nicht so viel, wie ich dachte. Aufgrund von diversen privaten Terminen auch ist meine Work Schedule weit hinter dem eigentlichen Plan. Diese Chaoshunde wollte ich ja eigentlich im Slam-Tember schon fertig haben. Die stehen jetzt hier und warten eigentlich auf die letzten Highlights. Hier haben wir den schon fertigen Hund. Das ist was, was ich gerne im Laufe der Woche neben den Sachen für die Aurochs auch noch fertig machen möchte. Da werdet ihr eventuell im Tabletop Network oder bei Facebook auch nochmal ein paar Bilder von sehen, wenn sie dann endlich fertig sind und ich die sozusagen Altlasten aufgearbeitet habe. Dann haben wir ein kleines Update für einen Stegadon. Jawohl, das ehrwürdige Stegadon. Da ist es. So sieht es aktuell aus. Die Besatzung fehlt. Klar. Die Besatzung ist aktuell hier. Die Besatzung entweder so aus 5 Skinks oder aus 4 Skinks und einem Schaman. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache mit dem Thron. Ob ich 5 Skinks und den Schaman irgendwie drauf kriege oder ob ich den Schaman magnetisiere und dann stattdessen, da bin ich mir noch nicht sicher. Denn es ist die Frage, ob das Teil als seltenes oder als Heldenauswahl mitläuft. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Die Skinks sind lediglich auf Rundbasis geklebt zum besseren Bemalen. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich die Skinks genau bemalen soll. Ob ich sie so lasse, so blau lasse wie sonst, oder ob die einen roten Kopf und also ein rotes Gesicht bekommen oder rote Schuppen auf dem Rücken, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil das Stegadon braucht auch irgendwie noch ein Highlight. Ich bin meines Erachtens, die Meldung habe ich auch schon von jemand anders bekommen. Das Stegadon sieht nämlich so im Moment so aus. Blauer Rücken, knochenfarbener Bauch, den kennen wir. Graue, steinige Platten auf dem Rücken und sehr, sehr viel von diesem Gold-Messing-Ton. Die Hörner habe ich dann tatsächlich auch so umgesetzt, dass ich hier vorn, nach vorne über grau noch zu schwarz hin einen Verlauf habe. Im Prinzip muss ich sagen, das Teil gefällt mir. Stegadon ist, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber mir sehr gut gelungen bis jetzt. Jetzt ist halt nur die Frage, was mache ich mit der Besatzung, damit ich mir das Modell nicht optisch vielleicht jetzt noch im Nachgang versaue. Ich werde was finden. Ich bin mir ziemlich sicher. Deshalb kommt das so, wie es ist, erstmal zurück in die Vitrine, ins Regal, damit es formatisch weg ist und nicht außer den Farbspritzer abkriegt. Und ich werde auch die Tage die Skink-Besatzung fertig machen. Was sind schon 5 Skinks oder 5 und Schamane? Das ist ja nichts. Was ich als Überlegung habe, es gab eine Request, how to paint Orks. Zum Beispiel auch der Sascha vom Tabletop Basement.
Der hat sich auch gewünscht, macht doch mal ein Tutorial für Orks. Und da würde ich euch anbieten, diesen Auruk oder bei mir Eisenwanst als How to Paint zu malen. Da müsst ihr mir aber dann auch, wenn das Video online ist, schnell Rückmeldung geben, ob ihr das wollt, damit ich das dann auch produzieren kann. Denn How to Paint ist schon im Vergleich zum sonstigen Maltisch am Mittwoch eine Menge Arbeit. Man hat die einzelnen Schritte, ich muss das Modell malen, dann wieder anmachen, den nächsten Schritt erklären und. Deshalb da bitte schnell die Info, wenn ihr auch Auruks malt, bei zwei Waffen wichtig. Schulter angeklebt, Schulter mit Arm angeklebt, der Arm hier ist noch lose und die Wandplatte auch. Sonst kommt ihr da nämlich nicht richtig hinter. Das ist schon mal das Erste, was ich so sagen kann. Wenn ihr Auruks anmalen wollt, lasst die Arme erstmal lose. Die könnt ihr hinterher immer noch hier wieder einkleben. Erleichtert auf jeden Fall den Bemalprozess. Also, wenn ihr diesen Auruk, so, diesen Auruk bemalt haben wollt durch mich, schreibt mir das bitte als Kommentar. How to paint? Ja! Oder how to paint? Wow! Und ich zeige euch jetzt nochmal was ein bisschen Aufmerksamkeit in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Tagen, noch von mir gekostet hat. Im Tabletop Network gab es das schon zu sehen. Ich stelle das mal hier auf so eine kleine Platte, dass man das als Gesamtkonzept erkennen kann. Da stelle ich das auch schon mal bei. Das ist noch nicht festgeklebt, aber das kommt da auch schon mal drauf. So. Dann stelle ich mir das hier. Oh Gott, jetzt muss ich was bauen. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Stelle ich mir das hier auf. Diese Streublöcke. Ne? Seht schon, sind kleine Figuren. Und stellen wir diese Lampe mehr drauf auf. Und dann zeige ich euch das Ganze einmal aus der Nähe mit einem Kameraflug. Hier haben wir nämlich jetzt die Death Guard von Warhammer Epic 40k bzw. Epic 30k. Was ein bisschen schwierig ist, da diese Kamera sich nicht vernünftig fokussieren möchte. Wenn ich nah dran bin, arbeite ich jetzt mit Zoom. Das heißt, es wackelt ziemlich. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Denn diese Miniaturen sind echt genau das, was sie vom Namen her sind. Miniaturen. Hier vorne haben wir neben diesem Rhino ein Detachment Tactical mit einem, ja, ich glaube, das ist eher Richtung Captain, Chapter Master, weiß ich nicht, Captain eher. Hier hinten haben wir ein Tactical Detachment, bzw. den Streifen davon, mit einem Sergeant. Und hier haben wir ein Terminator Detachment, wenn ich mal kurz meinen Daumen daneben halten darf. Nur mal so. Ne? Also die sind schon echt mini klein und es macht richtig Laune, die zu bemalen. Richtig Laune. Man muss nicht so viele Arbeitsschritte machen, sind richtig cool und ich bedenke jetzt mal, diese Modelle hier, diese, die ich bemalt habe, sind verdammte 25 Jahre alt. Teilweise. Die sind von 1991. Hammer. Ja, und dahinter habe ich natürlich der Vollständigkeit halber auch nochmal jeweils einen taktischen Marine, in dem Falle jetzt Legionär, für alle Legionen der Horus-Heresie fertig gemacht. Komplett. Alle 18, die bekannt sind. Wir haben hier erste Reihe vorne, Fulgrims Legion, die Emperor's Children, Perturabus Iron Warriors, Conrad Curses Night Lords, Angrons World Eaters, Mortarions Death Guard. Dann haben wir hier, wie heißt er nochmal? Genau, Magnussens Thousand Sons. Hier Horus Lupercals Sons of Horus in dem Falle schon. Lorgas Wordbearer, Alpharius und Omegons Alpha Legion. Hier hinten in der Reihe. Corvus Coraxes Ravenguard, Vulcans Salamanders, Robut Gulimon oder Julemons Ultramarines. Ja, da hört es mit dem Wissen schon fast wieder auf. Oh Gott,
Iron Hands. Ferus Manus Iron Hands. Sanguinius Blood Angels. Da haben wir dann Rogal Dorns Imperial Fists. Lehman Russ, genau, nicht Lorga und Loder, Logan Grinder, nein. Lehman Russes Space Wolves, Jagatai Khans White Scars und Leon L. Johnsons Dark Angels. Alles in den Horus Heresy Farben noch. Also, ich persönlich bin besonders stolz. Also ihr seht, glaube ich, hier gerade mal an meinem Finger, wie klein das alles ist. Ne? Ich persönlich bin besonders stolz hier auf den Nightlord. Denn er hat ja nicht nur hier das Legionssymbol angedeutet. Der hat hier auf der Rüstung auch Blitze. Darauf bin ich besonders stolz. Dann, naja, der World Eater. Das ist so ein bisschen Standard-Farbschema. Aber auf den bin ich stolz, weil er schön sauber aussieht. Und auf den, wo ist er? Da. Thousand Sun. Wenn er trotz des Maßstabs das Legionszeichen auf der Schulter gut gelungen ist. Genau wie beim Word Bearer. Muss das wieder scharf stellen, ne? Genau, das finde ich auch sehr cool. Der Word Bearer hat auch hier unten auf dem Bein so diese kolchischen Runen angedeutet. Natürlich in dem Maßstab immer so eine Nummer. Und stolz bin ich auch irgendwie auf den White Scar, auf das Legion-Symbol, wenn ihr euch das mal anguckt. Auch das ist in diesem Mini-Mini-Maßstab richtig cool geworden, finde ich. Und bevor jetzt hier Leute rumstenkern, das kann doch jeder. Ich zoome mal ein bisschen raus. So. Und jetzt stelle ich mal einen normalen 28mm Emperor's Children Space Marine daneben. Neben den anderen. Ich könnte sogar hier den kleinen Emperor's Children mal mit aufs Base stellen. Mit. Was mit einer Hand? So. Wenn ihr das bitte jetzt mal vergleicht, welchen Maßstab wir hier haben, dann wirkt gegen die kleinen Legionäre dieser große schon fast wie ein Titan. Wie ein Warhound oder ein Reaver Titan in Space Marine. Ausführung. Und ich finde es, also ich finde das System gerade, also von den Modellen richtig, richtig, siehst du da mit der Unschärf, richtig, richtig cool. Und es macht mega Laune, die Death Guard zu bemalen. Natürlich die anderen Legionen auch, aber die Death Guard primär. Die anderen Legionen werde ich eventuell noch aufnehmen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Sturmtrupp habe. Also Legionäre mit Sprungmodulen. Diese zum Beispiel von den World Eatern oder von den Night Lords zu machen, fände ich eine sehr coole Sache. Wenn ich ein Schwerwaffenteam habe, vielleicht von den Iron Warrior, Contemptor Dreadnoughts kann ich mir von allen gut vorstellen, optisch. Und ich habe Bock darauf. Ich habe Bock darauf, vielleicht auch mit ein paar loyalen Elementen zusammen den Ulanor Kreuzzug oder Feldzug nachzuspielen, wo es darum geht, dass alle Legionen irgendwie gegen riesengroßen War kämpfen. Das war auch der Moment nach siegreichem Ulanor Krieg, hat sich der Imperator nach Terra zurückgezogen, um an goldenen Thron zu arbeiten und. Und danach begann das eigentlich erst mit Heresie. Da hätte ich schon richtig Laune, richtig, richtig Bock drauf. Ob ihr da Bock drauf habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal sagen. Und auch natürlich in den Kommentaren verewigen. Und ihr habt ja vorhin, bevor ich diesen Kameraschwenk begonnen habe, auch gehört, dass die Türklingel ging. Da kam die Post. Und ich bin mal gespannt, was in der Post drin ist. Das stelle ich erstmal hier zur Seite. Denn ich mache mal live mit euch zwei Pakete auf. Zwei Stück. Jawohl. Erstmal alles hier mit Bedacht weg, besonders die ganz kleinen. Da könnte ich sogar so ein Diorama rausmachen. The Legions of Ulanor oder so. Das erste ist einmal hier vom Versandhandel.
Ich muss ja aufpassen, dass meine Adresse hier nicht bekannt wird. Oh, ich mache Werbung. Oh, ich mache Werbung. Nein, ich mache offiziell natürlich keine Werbung. Das war jetzt ein Zufall, dass ich das in die Kamera gehalten habe. Aber ich mache auch keinen Hehl raus. Ja, ich bestelle auch teilweise meine Sachen bei Fantasy Welt. Einfach nur wegen dem Bonus, den Prozenten, die man da kriegt. Und ich werde die Tage auch wahrscheinlich nochmal bestellen, denn es gibt ja neue Texturfarben von mir, die ich mal ausprobieren möchte. Medium Bases und Small Bases für Flames of War. In meinem Falle für Fahrzeuge, für Epic, für Land Raider und für Rhinos. Dann haben wir einmal Fenrisian Grey und was haben wir hier noch? Hushabdi Bone. Das sind nämlich Farben, die fast leer sind. Und Purity Seal. Juhu! Ich kann meine Modelle wieder versiegeln. Yay! Auch das ist nämlich mit der Zeit jetzt ausgegangen. Ich freue mich. Das ist eine sehr wichtige Sache. Da ich nämlich so Effekte wie das Blut oder... Wo ist es denn hier? Oh, Hushabdi Bone. So, das stelle ich jetzt mal dahin. Wie Bluteffekte oder leuchtende Linsen mit Artcode oder so. Die mache ich erst nach dem Nutzen des Purity Seals. Deshalb ist es gut, dass ich das jetzt wieder habe. Hier die Bases kommen wir mal beiseite. Und wir gehen mal zum nächsten Paket. Das ist eins, das über eBay kam. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was da drin ist. Nahezu neugierig. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da Schreibes? Was habe ich denn da Feines? Ich habe in letzter Zeit viel bei eBay gemacht. Ah, die sind das. Sehr cool. Tada! Vampirfürsten, Sensenreiter. Eine Box. Und was ich mir auch noch geholt habe, noch eine Box. Das heißt, 10 Stück habe ich hier noch zum Umbauen. Die nehme ich auch für die hier, Blutnebel um Steinbachtal, für diese Ritterumbauten. Die wird es dann auch im Fokus im Dezember geben. Da habe ich schon richtig Laune, verschiedenste Ordensritter rauszubauen. Und ja, so geht halt das Hobby weiter. Ich würde vorschlagen, ich schicke euch jetzt einmal ins Strategium, denn ich rede gleich über die Ogerkönigreiche. Also, rüber mit euch. Hallo im Strategium des Oktober. Um genau zu sein, zum ersten Teil des Strategiums. Denn im Oktober haben wir zwei Armeebücher zu besprechen. Zum einen die Orks und Goblins und zum anderen die Ogerkönigreiche, die für mich gedanklich untrennbar mit den Orks und Goblins verbunden sind. Da ich aktuell an dem Projekt der Auruk Kingdoms arbeite, bei denen ich, wie einige von euch ja wahrscheinlich schon wissen, die Modelle der Auruk Brutes und auch die Helden und auch einen Maw Crusher nutze und diese für unser Fantasy spielbar mache und nach dem Ogerkönigreich Regeln spiele, würde ich mit diesem Buch anfangen und das Buch Orks und Goblins zurückstellen für das nächste Mal. Und dann da ein wenig drüber fachsimpeln und auch auf dem Tisch dementsprechend Modelle meiner Frau stehen haben. Denn die hat eindeutig mehr Ork- und Goblin-Modelle. Den Anfang der Auruk Kingdoms hat die Idee gemacht, dass ich diese Modelle der Auruk Brutes im Prinzip ganz cool finde. Dass sie so ein bisschen diesen Charme von Schwarz-Orks haben. Und dann entwickelte sich die Idee, dass die Schwarz-Orks, die im Norden der Düsterlande sind das, glaube ich, leben, sehr oft mit dem Chaos konfrontiert sind, dementsprechend auch groß gewachsen sind, weil wo viel Krieg ist, entwickeln sich große Orks und dort ganze Schwarz-Ork-Stämme durch die Gegend ziehen. Und so hatte ich dann die Idee der Auruk Kingdoms, komplette Armee aus Schwarz-Orks. Die erste Liste, die ich mir erstellt hatte, dementsprechend dann auch, 1491 Punkte, bestehend aus 6 Ogerbullen mit einem Champion und Eisenfäusten ausgerüstet, 202 Punkte. Das sind dann die Black Orc Boys.
9 Eisenwänste mit komplettem Kommando und Kriegsbanner für 457 Punkte. Das wären dann die Black Orc Art Boys. 2 Trauerfang-Kavalleristen mit Champion-Standarte ist das dann. Banner der Eile, schwere Rüstung und Eisenfäusten für 175 Punkte. Da Black Orc Radars. Dann haben wir einen Fleischer mit zusätzlicher Handwaffe, Magiestufe 2, Magiebander, Spruchrolle, Talisman des Schutzes für 177 Punkte und einen Feuerbauch mit Kanalisierung, Stab und Magiestufe 2 für 170 Punkte. Da Priesters vom War. Und dann haben wir noch da Oberboss, einen Tyrann mit Silberstahlrüstung, Talisman der Bewahrung und reißender Klinge für 310 Punkte. Damit habe ich schon angefangen, seht ihr ja hier. Um das Ganze ein bisschen aufzufüllen, habe ich hier noch ein paar Goblins mit Speeren, ein paar alte Schwarzorks und einen Schwarzorg-Gargboss hingestellt, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht noch. Diese Liste habe ich schon überarbeitet, aber damit fing dieser ganze verrückte Gedanke an. Damit fing auch dieses ganze verrückte Projekt an. Da ich mich mit den Ogern noch nicht ganz so auskenne, ich habe vielleicht 5 Spiele maximal gehabt und auch nicht so sonderregelfest bin, gehe ich dieses Buch einmal mit euch durch, werde auch diese Sonderregeln wie Ogerangriff, das hier drin steht, und die Namen, die man auch den Anführern geben kann, einmal kurz durchlesen und dann zu der Armeeliste gehen. Für mögliche Fehler entschuldige ich mich quasi schon mal im Voraus. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig regelfirm, was die Oger angeht. Deshalb, wenn euch was auffällt, schreibt bitte einen Kommentar unter das Video. Kurze Anmerkung zu, ich sage jetzt als Beispiel Ogerangriff, Doppelpunkt, dann führt ihr aus, was ich hier vielleicht falsch gesagt habe, in der Aufregung des Videos machen. So, die Ogerkönigreiche. Im Prinzip ein wildes, marodierendes Volk, das nur fürs Fressen lebt. Aber es ist ja noch mehr. So, jetzt haben wir hier die Krone der Oger. Dann haben wir schön viele Geschichten, die ich mir niemals durchgelesen habe. Und sind hier bei den Sonderregeln der Armee. Ogerkönigreiche haben Sonderregel Ogerangriff. Hat er die Möglichkeit, wird sich ein Oger in den Nahkampf stürzen und seine gewaltige, grobschlächtige Masse als Waffe gebrauchen. Arbeiten Oger zusammen, können sie den enormen Schwung ihrer Formation ausnutzen, um mit übermächtiger Gewalt in alles zu krachen, das ihnen im Wege ist. Sie gleichen dann einem lebenden Erdrutsch, einer gewaltigen Lawine aus Muskeln und Fett. Hinter schweren eisernen Wanstplatten, die den Feind zu Boden reißt, noch bevor die Oger beginnen, mit ihren brutalen Waffen auf ihn einzuschlagen. Erklärungstext, warum das so ist. Jedes Modell vom Einhandtyp monströse Infanterie zu Fuß, was ja im Prinzip fast jeder Oger ist, mit Sonderregel Ogerangriff, das erfolgreich einen Feind angreift, erhält die Sonderregel Aufpralltreffer 1. Modelle mit dieser Sonderregel, die Teil einer Einheit sind, welche sich aus Gliedern zusammensetzt, addieren den gegenwärtigen Gliederbonus ihrer Einheit zu der Stärke der Aufpralltreffer, die verursacht wird. Zeigt bei der Ermittlung die Angriffsreichweite die beiden höchsten Würfelergebnisse ein Gesamtergebnis von 10 oder mehr, also bei schneller Bewegung geht es dann auch um die beiden höchsten, verursacht jeder Oger W3 statt nur einem Aufpralltreffer. Du kannst Ogereinheiten, die für ihren Angriff eine 10 oder höher erwürfelt haben, mit einem passenden Marker kennzeichnen, damit du in der Nahkampfphase nicht vergisst, wie viele Aufpralltreffer die jeweilige Einheit verursacht. Abgesehen davon kommen die regulären Regeln für Aufpralltreffer zur Anwendung. Also ist ein Ogerblock im Prinzip schon fast wie ein Streitwagen im Angriff. Ein normaler Oger hat, jetzt kommt's, Stärke 4, Stärke 5, da ist ein Oger, Stärke 4. Das heißt, eine Reihe, 3 Oger nebeneinander, greift an, Stärke 4 Aufpralltreffer, ebenso. 2 Reihen noch voll. Stärke 5 Aufpralltreffer, eine Reihe dahinter, Stärke 6 Aufpralltreffer, noch eine Reihe dahinter, Stärke 7 Aufpralltreffer. Da gehen schon die meisten Rüstungen zu Boden und ich finde, das ist schon sehr, sehr böse. Deshalb gibt es eigentlich nichts Besseres, als mit dem Oger in den Nahkampf zu kommen. Also Push, Push und dann Angriff ansagen. So, weitere Sonderregeln, Eisenfäuste. Den Text lasse ich mir mal.
Eisenfäuste wurden darüber hinaus so entwickelt, dass sie einem Oger einen großmöglichsten Maß an Bewegungsfreiheit im Kampf erlauben. Aus diesem Grund profitiert ein Oger mit Eisenfaust auch dann von allen Sonderregeln für Schilde, inklusive Parieren, wenn er beritten ist. So, da habe ich natürlich das Wichtige gesprochen. Die Eisenfaust ist im Prinzip ein Schild. Sie gibt ihm Parieren und einen Rüstungswurf-Bonus. Zusätzlich dazu ist die Eisenfaust auch für Reiter die Möglichkeit zu parieren. Was natürlich bei Trauerpfannenkavalleristen sehr gut ist, dass die nochmal das andere wirklich wegparieren können, also einen Rettungswurf fahren. Dann gibt es noch die Spähgenobbler. Spähgenobbler dürfen als Aufwertung für Standardträger der Oger ausgewählt werden. Einzelheiten dazu findest du in der B-Liste. Charaktermodelle und Champions in einer Einheit mit Spähgenobbler profitieren von der Regel Achtung Sir, solange die Einheit noch mindestens drei gewöhnliche Modelle dessen Einheitentyps enthält. Also, ihr bekommt Achtung Sir, wenn er rausgeschossen werden soll. Dann haben wir noch die Ogerwaffen. Da gibt es einmal das Kettenfangeisen, 12 Zoll, Stärke 6, Sonderregel Todesstoß. Dann haben wir die Harpunenschleuder, 36 Zoll Reichweite, Stärke 6, bewegen oder schießen. Kommt nicht zur Anwendung, wenn das Modell auf einem Steinjack oder einem Donnerhorn reitet. Das heißt, das ist wieder wie eine Kampfplattform und macht multiple Lebenspunktverluste wie 3. Dann haben wir Ogerpistolen. Die sind jetzt für meine Liste nicht ganz so wichtig, weil ich habe keine Pistolen, das ist unorkisch. Ogerpistolen haben eine Reichweite von 24 Zoll, Stärke 4, Rüstungsbrechen, schnell schussbereit. Im Prinzip eine Muskete in Pistolenform. Dann haben wir ein Ogerpistolenpaar, 24 Zoll Reichweite, Stärke 4, Rüstungsbrechen, schnell schussbereit und Mehrfachschüsse 2. So. Brüller und Musiker, also Brüller sind Musiker im Prinzip. Wenn er so wollt. So. Dann haben wir irgendwo die Namen: Riesen, Nobler-Zeugs, der Eisenspeier. Steinjacks, Donnerhörner. Große Namen der Oger. Große Namen der Oger sind quasi Aufwertungen für Tyrannen und Brecher und geben Boni für das Spiel. Zum Beispiel haben wir hier Widerstand plus 1, aber Blödheit für 40 Punkte. Dann haben wir einmal einen zusätzlichen Aufpralltreffer und dann auch noch eine Sonderregel für Gelände für 30 Punkte für ihn. Dann haben wir jedem Freund eine Einheit innerhalb von 6 Zoll, darf verpatzte Paniktest wiederholen, 25 Punkte, nur für Tyrannen. Dann haben wir Verwundungswurf, mindestens Ergebnis von 3 plus nötig. Wurde er von einer Kanonenkugel getroffen, so wurde er automatisch verbunden. Das heißt, er kann nicht so gut getroffen werden, so wie ich das hier lese, für 25 Punkte. Und wir haben vertan jetzt. Dann haben wir einmal Stärke plus 1. Darf aber nicht fliehen wählen als Angriffsreaktion für 25 Punkte. Dann haben wir hier noch diverse schicke Sachen. Todespreller einmal pro Spiel. Darfst du ein Modell benennen, das sich mit dem Todespreller in Base-Kontakt befindet und ihn getroffen allerdings noch nicht verwundet hat. Dieses Modell muss in der Phase alle erfolgreichen Verwundungswürfe wiederholen. Dies gilt auch für sämtliche Verwundungswürfe des Reittiers oder Streitwagens, sowie für alle zusätzlichen Attacken dieses Modells für 20 Punkte. Ist im Prinzip so, man schlägt zu, aber der Schaden kann einfach vielleicht nicht gemacht werden, weil er am dicken Bauch abprallt. Dann haben wir Bewegung plus 1 für 20 Punkte. Dann haben wir plus 1 auf Verwundungswürfe. Bum, 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 bum. Gegen Charaktermodelle
Nee, benutzt das Charaktermodell eine magische Waffe, gilt dieser Bonus nicht. Okay, also nur bei einer normalen Waffe plus 1 auf Verwundungswürfe für 20 Punkte nur für Jäger. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass Aufpralltreffer, beziehungsweise die Verwundungswürfe der Aufpralltreffer wiederholt werden. Das ist Rempelwanst für 15 Punkte. Also alles Namen, die man quasi dem Ogre geben kann, um ihn ein bisschen mehr zu buffen noch, als er eigentlich ist. Und für seine Rolle besser auszurüsten. Zum Beispiel haben wir hier dieses für den Tyrann Sippenfresser. Das ist das mit den verpatzten Paniks-Tests wiederholen für 6 Zoll Reichweite. Wenn er natürlich in einer Einheit steht, die weit von der Armeestandarte wegläuft, kann das schon mal ganz gut sein, weil er im Prinzip wie eine Armeestandarte, so ähnlich wie eine Armeestandarte wirkt, für 25 Punkte. Ob man das bei kleiner Punktegröße wirklich braucht, weiß ich nicht. Da wäre schon eine Diskussion eigentlich. Ich glaube, sowas ist dann für 3000, 4000, 5000 Punkte Spiele mit Ogern, weil man bei kleinen Spielen noch eher kompakte Blöcke hat. So, dann haben wir die diversen magischen Waffen für die Ogerkönigreiche etwa. Die sind mir egal. Dann haben wir hier ganz viele schöne Bilder von Ogern. Die sind mir egal, weil ich ja Orks mache. Armeeliste. Kommandanten, Helden lasse ich natürlich namhafte wieder raus, sondern gehe nur auf die generischen ein. Ein Tyrann für 210 Punkte, hat eine Handwaffe und eine leichte Rüstung, hat Sonderregeln Angst, Ogerangriff, darf zusätzliche Handwaffe, Eisenfaust, zwei Handwaffe, einzelne Ogerpistole oder Ogerpistolenpaar, darf seine leichte Rüstung zu einer schweren Rüstung aufwerten, darf magische Gegenstände und oder einen großen Namen erhalten für bis insgesamt 100 Punkte. Einen Tyrann habe ich hier. Das ist quasi der böse Nahkampfheld. Der hat einen KG 6, ist der schon relativ gut. Stärke 5 ist auch schon nicht schlecht. 5 Lebenspunkte, 5 Widerstand. Nur eine Initiative von 4, und das ist durchweg bei den Ogern, dass diese nicht so schnell sind. So ähnlich wie bei Zwergen, man kann ihnen ruhig eine Zweihandwaffe geben, finde ich, weil sie sowieso meist als letztes angreifen. Tyrann finde ich ab einer Punktegröße von 1500 Punkten wichtig mitzunehmen, da der natürlich ein extrem böser Charakter ist, den man gut in einen Bunker unterbringen kann aus anderen Ogern, der in die Mitte des Kampfs muss und versuchen muss, alles wegzuwemsen. Ich würde persönlich auf große Namen verzichten, um ihm bessere Ausrüstung zu geben. Normal kann er nur eine schwere Rüstung tragen, um ihm die Möglichkeit zu geben, eine magische Rüstung zu geben. Ein Talisman, dass er maximal geschützt ist, um dann mit der Grundausrüstung, die er hat, richtig auszuteilen, also richtig Kellen zu verteilen. Denn mit dem KG 6 ist er jedem Menschen überlegen. Mit einer Stärke 5 rotzt der alles weg, was Rüstungswurf 5 plus hat, sowieso. Da gibt es gar keine Möglichkeit, noch einen Rüstungswurf zu machen. Er hat 5 Attacken, ob man ihm jetzt durch eine zusätzliche Handwaffe noch eine Attacke mehr gibt. Durch die Eisenfaust die Möglichkeit gibt, nochmal zu parieren. Ja, das ist natürlich personal taste. Ich habe meinen hier in der Liste, die ich geschrieben hatte, mit der Silberstahlrüstung ausgerüstet. Das heißt, 2 plus Rüster, besser geht sowieso nicht, kann nicht weiter modifiziert werden durch nichts. Deshalb könnte ich ihm auch eine zusätzliche Handwaffe in die Hand drücken. Oder eine Zweihandwaffe. Also dann bräuchte ich die Eisenfaust nicht, da ich ihm auch noch einen Rettungswurf-Talisman gegeben habe. Aber Personal Taste, ich persönlich finde, ab 1,5 Listen muss der mit rein. Ein Fleischermeister. Ausgerüstet mit einer Handwaffe. Sonderregeln, Angst, Ogerangriff, Immun gegen Gift. Darf ausrüsten eine zusätzliche Handwaffe oder eine Eisenfaust. Darf zu einem Magier der Stufe 4 werden und magische Gegenstände bis zu 100 Punkten. Der Fleischermeister ist ein Zauberer der Magie Stufe 3. Er darf die Lehre des großen Schlunds, die Lehre des Himmels, der Bestien, des Todes verwenden. Sollte deine Armee Fleischermeister und oder Fleischer enthalten, muss einer von ihnen seine Zauber aus der Lehre des großen Schlunds wählen. Das ist natürlich wieder das, wenn ich nur einen Zauber habe, habe ich den großen Schlund, habe ich mehrere, kann ich auch noch variieren, bei Fleischer und Fleischermeister.
soweit ich weiß, Schlund zum Waffen gut. Fleischermeister ist im Prinzip ein magiebegabter Oger, der teilt genauso aus wie ein anderer Oger. Wenn man wirklich viel Punkte spielt, also große Spiele, wenn ich diese Punkte jetzt mal so vergleiche, 2,5 glaube ich. 2,5 oder 3.000 noch einen zweiten Kommandanten, zum Tyrannen noch einen Fleischermeister dazu, der im selben Block steht und ihn möglichst bufft. Irgendwas geben, was ihn am Leben hält und dann fleißig vor sich hin zaubern, während sich dieser Block nach vorne schiebt und in den Nahkampf geht. Meine Meinung zum Fleischermeister. Mag auch andere Meinungen geben, die sind natürlich zulässig. Dann haben wir namhaft. Bei Helden, den Brecher. Der Brecher ist im Prinzip, wo ich gerade den Tyrann hatte, die kleine Variante des Tyrannen. Hat eine Handwaffe, eine leichte Rüstung, Sonderregeln Angst und Ogerangriff. Darf erhalten zusätzliche Handwaffe, Eisenfaust, zwei Handwaffe, eine Ogerpistole, Ogerpistolenpaar. Darf eine leichte Rüstung zu schwerer aufwerten. Darf magische Gegenstände und oder großen Namen für 50 Punkte und darf dann auch Armeestandardträger werden für 25 Punkte. Dann natürlich wie immer ohne Punktebegrenzung Armeestandarten erhalten und darf dann auch noch für 5 Punkte einen Spähgnobler erhalten. In kleinen Punktespielen der Brecher, der Held der Wahl, in größeren vielleicht noch zusätzlich, um zusätzlichen Punch zu haben, oder in dem drei breiten und möglichst tiefen Bullen- oder Eisenwandsblock vorne drei Helden drin stehen haben, die den ganzen Schaden fressen, der kommt, dass der Gegner nicht wirklich das Regiment angreifen kann und die dann immer fleißig austeilen. Das sind dann diese Taktiken hinterher. Brecher must have, meines Erachtens. In den 1500 Punkten kann man auch einen Tyrann und einen Brecher spielen, habe ich mich schon drauf eingestellt, den Fleischer hier kann ich nämlich genauso gut auch als Brecher spielen. Dann hätte ich hier Fleischer und Tyrann und Brecher nebeneinander, hätte daneben nur noch vielleicht einen Champion der Einheit stehen und der Rest kommt hinten dran, was vorne schon ein ziemliches Bullet Shield ist. Weitere Helden, der Jäger. Der Jäger hat einen großen Wurfspeer, hat eine Handwaffe und eine leichte Rüstung, hat Sonderregel Angst, Einzelgänger, Ogerangriff, darf die üblichen Ausrüstungsgegenstände erhalten, zusätzliche Handwaffe, Eisen, Faust, Zweihandwaffe, Harpunenschleuder, Blutgeier. Darf Steinjagd erhalten als Reittier und magische Gegenstände und große Namen für 50 Punkte. Jäger, keine Ahnung. Ich glaube, der Jäger ist gut als Held, den man auf die Flanke schickt, wenn ich das jetzt einfach mal so vermute. Natürlich hat man hier die Möglichkeit, in der Heldensektion ein Monsterviech zu kriegen, also die Steinjack, auf dem er reitet. Das ist natürlich dann ganz gut, um Punkte, intensive Spiele mit großen Viechern zu spielen. Der Jäger Blutgeier ist eine Attacke, 36 Zoll, Stärke 4, Deckung ignorieren, schnell schussbereit. Dürfen sich keine Einheit anschließen durch Einzelgänger und darf niemals General sein. Der Speer, 12 Zoll Reichweite, plus 1 Stärke, schnell schussbereit. Also im Prinzip liest sich das so, der Jäger ist der, der so um die Seite läuft und ab und zu mal einen Wurfspeer in den Gegner reinhaut, um vielleicht auch minimale Verluste zu erzeugen oder eine Kriegsmaschine zu jagen. Flankiert vielleicht von Säbelzähnen, weiß ich nicht, hat sich für mich noch nicht ergeben, einen Jäger einzusetzen. Ich glaube, dass er gedacht ist, um die Flanke zu gehen und ein bisschen zu ärgern. Der Fleischer. Der Fleischer ist im Prinzip dann auch die abgespeckte Variante des Fleischermeisters. Der Fleischer hat eine Handwaffe, Angst, Ogerangriff, immun gegen Gift. Kann ausgerüstet werden mit zusätzlicher Handwaffe, Eisenfaust, Zweihandwaffe, darf Magie Stufe 2 erhalten und magische Gegenstände für 50 Punkte. Ist ein Zauber der Stufe 1, klar. Darf die Lehre des großen Schlunds, Himmel, Bestie oder Todes erhalten. Genau wie bei dem anderen steht das jetzt hier auch drunter. Habe ich eine, muss der Schlund haben, habe ich zwei, kann ich beim zweiten wählen.
Fleischer. Ja, für kleine Spiele auch wieder diese Sache mit Schlund haben, in eine Einheit reinstellen, vorwärts und aufs Maul. Da ist er im Prinzip von den Werten, wenn ich mal kurz vergleiche, fast so ist wie ein normaler Ogre. Der hat sogar mehr Widerstand als ein normaler Ogre und natürlich auch ein Lebenspunkt mehr. Deshalb Fleischer auch eigentlich für mich das Must-Have an der Liste, da ich da schon wieder Zugriff auf Magie habe. Wo wir bei Magie sind, der Feuerbauch kommt in der Handwaffe mit Segen des Vulkangottes, Angst, Feuerspein, Flammenattacken so und Ogreangriff. Darf erhalten zusätzliche Handwaffe, zwei Handwaffe, darf Magiestufe 2 erhalten oder magische Gegenstände für 50 Punkte. Feuerbauch ist Stufe 1 Magier mit der Lehre des Feuers. Was ist denn Segen des Vulkangottes? Klar, Flammenattacken ist logisch, er hat es gut gegen Baumwesen, die brennbar sind. Das zum einen. Feuerspein ist eine Atemattacke, wenn ich das jetzt mal so ganz schnell spekuliere. Mit der Flammenschablone. Genau, mit Stärke 4. Ist ganz cool. Also mal eben so noch so eine Flammenschablone legen können mit Stärke 4 auf kleine Regimenter. Also kleine Regimenter im Sinne von kleinen Einheiten. Zum Beispiel diese Goblins. Wenn ich jetzt hier gut eine Atemwaffe raufhaue, wunderbar. Segen des Vulkans. Ein Feuerbauch besitzt einen Rettungswurf von 4+ gegen sämtliche Attacken mit der Sonderregel Flammenattacken. Das heißt, kommt mir ein Gegner entgegen, der irgendwas hat mit einem brennenden Schwert oder einem Drachen, der Flammenattacken macht, kann der schon die Möglichkeit sein, vielleicht den Gegner besser wegzurotzen. Andernfalls Feuerbauch, um Feuer zu haben. Ein Feuerball kann schon böse sein auf einer Einheit, wie zum Beispiel so normale Sachen wie Goblins oder Menschen. Deshalb eigentlich auch für mich ein Must-Have. Ich spiele gerne mit Schlund und Feuer, auch wenn das zu Lasten der Kerneinheiten geht, weil das ja doch schon Punkte frisst, zwei solche Helden zu haben. So, das waren eigentlich schon die Helden. Also wir haben den bösen Nahkämpfer, wir haben den nicht ganz so bösen Nahkämpfer. Wir haben den bösen Schlund, den nicht ganz so bösen Schlund. Wir haben den Feuermagier und wir haben diesen Einzelgänger. Also die generischen Helden 6 Stück. Fertig. Beziehungsweise Helden-Kommandanten. Dann kommen wir schon zu den Kerneinheiten, wo wir auch nur 3, glaube ich, haben. Ich gucke mal. Genau. 3 Stück. Ogre. Die normalen Ogre-Bullen. Die ganz, ganz, ganz normalen Ogre. Einheitengröße 3+. Kommen mit Handwaffe und leichter Rüstung. Angst, Sonderregel und Ogre-Angriff, wie eigentlich jeder Ogre. Dürfen ein komplettes Kommando bekommen, dürfen einen Spegelobber erhalten. Die Einheit darf zusätzliche Handwaffen haben oder Eisenfäuste. Möchte man den Schadensoutput mit einer zusätzlichen Handwaffe, möchte man die Möglichkeit Schild und Parieren mit einer Eisenfaust. Personal Taste. Ich habe meine Schwarzorks, die ich schon gebaut habe und im Regal stehen, ausgerüstet mit einer zusätzlichen Handwaffe, weil es einfach cooler aussieht. Finde ich, sind der solideste Kern, den man nehmen kann. Wenn man eine Einheit braucht, die den Gegner blockt, mit Eisenfäusten. Wenn man Punkte fressen möchte, also große Punkthürden überwinden möchte, im Sinne von, ich bemale meine Modelle und mache möglichst viele Punkte weg dadurch, gibt es natürlich den Eisenwanst. Aber so, wenn es auch um kleinere Spiele geht und ich gucken muss, dass ich möglichst viele Modelle aus den Ogern raushole, was sowieso immer ein Problem ist, Oger, ganz normale Ogerbullen auf jeden Fall, die machen Sinn. Wie gesagt, Ausrüstung ist jetzt, kann man so machen, kann man so machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das zu machen wie bei jeder anderen Armee. Ich habe einen Block mit Eisenfäusten zum Schaden fressen. Und ich habe einen Block, der vielleicht auf der Flanke läuft und dann in die gegnerische Flanke geht, mit zusätzlichen Handwaffen, der dann auch guten Schaden austeilen kann. Da ich eine Einheitengröße von 3+ habe, habe ich bei 3 Ogern mit zusätzlicher Handwaffe 30, das sind 90 plus die, sind 93 Punkte,
Die kann ich mir problemlos hier und hier, also 186 Punkte, nochmal an den Flanken laufen lassen. So ähnlich wie Abteilungen beim Imperium. In der Mitte läuft der große Block zum Schaden kassieren quasi, also mit höherer Rüstung und dem Rettungswurf durch Parieren. Und an den Flanken laufen die Kleinen, um den Gegner zu ärgern und umzuklappen. Also dafür sind Ogre Bullen auf jeden Fall gedacht. Meines Erachtens, natürlich wie immer. Dann kommen wir zu den Eisenwälzen. Die sind schon wieder ein bisschen böser. Eisenwälzen auch wieder Einheitengröße 3+. Haben eine Zweierwaffe, schwere Rüstung, Sonderregeln Angst, Ogre-Angriff. Dürfen auch wieder ein Kommando bekommen, einen Spähgenobbler und eine magische Standarte bis zu 50 Punkten. Da stehen sie, meine Eisenwänze. 5 Stück mit Kriegsbanner, mit Kommando, Zweierwaffen, Bombe. Ich persönlich liebe Eisenwänze. Die sind schwerer gepanzert, die haben ihre Zweierwaffe mit einer Initiative von 2, schlagen sie aber sowieso meist zuletzt zu. Und mit einer Stärke von 4 plus den Bonus der zweiten Stärke von 6 schlagen sie auch schwere Rüstung und Schild mal eben durch. Auch das ist eine schöne Sache. Kampfgeschick nur von 3, aber was heißt nur von 3? Bis Kampfgeschick 6, also bis in einen Chaoskriegsherr, der mir gegenübersteht, treffe ich grundsätzlich auf die 4. Das ist schon mal nicht so schlecht. Widerstand von 4 ist auch gut gegen normale Gegner. Und selbst wenn Schaden durchkommt, die haben 3 Lebenspunkte, wie fast alle Ogre. Deshalb Eisenwänste mein Must-Have. Um ein bisschen zu variieren in der Truppe, habe ich natürlich dann auch bei den Orocs Bullen, um auch einen optischen Aspekt zu bedienen. Eigentlich würde ich eine ganze Armee mit Eisenwänzen aus dem Boden stampfen wollen. Geht aber nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Weil sonst habe ich ja nur diese Feuerwaffen und da gibt es nicht so viele Varianten bei den Orc Brute Modellen leider. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, 2 Blocks, also einmal Ogre Bullen und einmal Ogre Eisenwälzer zu nehmen. Gnobbler. Gnobbler sind diese kleinen, lustigen, goblinoiden Helferlein. Die kommen mit einer Größe 10+. Handwaffen, Wurfwaffen. Sind völlig unbedeutend, können eine komplette Kommando bekommen und als Aufrüstung Gnobbler Fallensteller erhalten. Gnobbler sind die kleine nervige Einheit, die man nicht unbedingt braucht. Völlig unbedeutend ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass die nicht für Aufriebstests sorgen. Da haben wir so. Die verursachen keine Paniktests, aber auch keine Charaktermodelle der Ogre dürfen sich denen anschließen. Fallensteller, greift eine Einheit, die Front einer Gnobbler-Einheit an, muss sie einen Test für gefährliches, jedes Modell eine, Also was da heißt, habe ich Fallensteller, werden die angegriffen, muss der Gegner erstmal gefährlich Gelände testen. Hat der Gegner vielleicht 20, lass es imperiale Schwertträger sein, Schwertkämpfer, machen wir mal Schwertkämpfer, die angreifen, würfelt er dummerweise 1, 5 Stück, hat er nur noch 15, die in den Nahkampf kommen. Gnobbler sind jetzt nicht wirklich stark, vergleichsweise mit dem Goblin. Aber durch diese Fallensteller-Sache können die einen guten Schild vor dem Hauptheer bilden. Die Idee ist, ob ich sowas nicht vielleicht auch mal anstrebe. Dass ich vorne vielleicht 3 Blöcke habe, jeweils 10 Stück als Fallensteller, die sich vor der Armee vorschieben. Wenn die angegriffen werden, muss der Gegner erstmal gefährlich Gelände testen. Werden die aufgerieben, scheißegal, passiert nichts, weil die völlig unbedeutend sind. Wäre eine Überlegung wert, diese zu nutzen. Das Gute ist, die ganze Einheit erhält Fallensteller für 25 Punkte und man muss nicht pro Modell der Einheit kaufen. Habe ich eine große Einheit, kostet es genauso viel, ist es für mich im Prinzip günstiger, als wenn ich mehrere kleine davon aufstelle. Ein Gnobbler kostet 2,5 Punkte. 10 Stück sind dann 20, 21, naja, nicht wirklich, 25 sind es dann, genau. 25 Punkte plus falsche, 50 Punkte stehen dann da.
und der Gegner muss gefährlich gelandet testen für jedes Modell in der Einheit. Zumindest habe ich das gerade vorne gelesen. Wenn das so stimmt, ist das schon böse. Kann man überlegen. Elite-Einheiten. Bleispucker. Bleispucker haben Handwaffe, Donnerrohr, leichte Rüstung, machen Angst und Ogre-Angriff, dürfen eine Donnerfaust, also einen Champion und einen Brüller erhalten. Bleispucker kommt für mich nicht in Frage, gehören aber zu den Ogre-Königreichen dazu. Würde ich normale Ogre spielen, wäre das auf jeden Fall eine Wahl, die ich nehme. Bleispucker kommt deshalb für mich nicht in Frage, weil so große Kanonen mitzuschleppen einfach unorkisch ist und ich in meinem Proxy-Projekt das nicht brauchen kann. Ein Donnerrohr hat 24 Zoll Reichweite, Stärke 4, ist rüstungsbrechend, langsam schussbereit, also ist es wie eine Kanone, ich kann nicht mal eben Abwehrfeuer geben, hat aber mehrfache Schüsse, W6, jeder von denen. Darüber hinaus werden Modifikatoren für Trefferwürfe, die aus beim Schießen in Bewegung und mehrfach Schüssen resultieren, beim Abfeuern des Donnerrohrs ignoriert. Ein Bleispuck hat eine BF von 3, trifft also Reichweite 24 Zoll, Reichweite 24, erstmal meist drüber, trifft nicht auf die 4, trifft meist auf die 5. Wenn er sich normal bewegt hat und mehrfach Schüsse macht, ist scheißegal, trifft immer auf die 5 dann. Habe ich 3 Bleispucker, habe ich 3 W6 Schüsse mit denen, mit Stärke 4. Das heißt, im besten Fall habe ich durch diese winzige Einheit schon 18 Schuss Stärke 4, die auf die 5 treffen. Kann man drüber nachdenken. Ich finde die eigentlich ganz cool. Leider nicht dafür passend, aber ich finde sie im Prinzip ganz cool. Meine Söldner-Roger fürs Avaland, die werden voraussichtlich noch Bleischucker dazu bekommen, weil die einfach so genial sind. Dann haben wir Vielfraße. Vielfraß, eine Stärke 3+, Handwaffe, leichte Rüstung, weit gereist, Angst, Roger-Angriff, wilder Hauf. Dürfen Hauptmann, Musiker, Standardträger halten, dürfen Spähgenobler, dürfen magische Standarte. Jedes Modell darf folgende Waffenoptionen wählen. Verschiedene Modelle dürfen unterschiedliche Optionen wählen. Zusätzliche Handwaffe, 2 Handwaffe, eine einzelne Ogerpistole, ein Ogerpistolenpaar. Und die Einheit darf schwere Rüstung erhalten. Da muss sie aber dann wieder komplett so ausgerüstet werden. Vielfraße finde ich persönlich, zumindest habe ich sie einmal Modelle so geproxt als Vielfraße, fand ich sie ein bisschen teuer. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, dass sie gut eingesetzt werden, denn durch die Möglichkeit, wo ist denn das hier? Weit gereist, können sie Sonderregeln erhalten. 2 unterschiedliche darf runterfallen. Immun gegen Psychologie, Giftattacken, Kundschafter, zielsicher, Geländeerfahrung, unnachgiebig, schnelle Bewegung oder Vormut. 2 davon kann diese Einheit kriegen. Heißt, ich mache eine Vielfraß-Einheit, eine kleine. Wäre vielleicht auch eine Überlegung für die Orks, sondern etwas unorkische Schwarz-Ork-Taktik. 3 Vielfraßen mit Kundschafter, mit was machen wir? Schnelle Bewegung? Nein. Mit vielleicht Giftattacken oder ähnliches, die so Kriegsmaschinen jagt, die dann immer so hinterm Feind kommen und dann batz ins Gesicht. Dann natürlich ist auch gut, dass sie unterschiedliche Ausrüstungsoptionen haben können. Die erste Reihe hat eine zusätzliche Handwaffe, die zweite Reihe Ogerpistolen. Man weiß es nicht. Aber, aber ich persönlich finde sie eigentlich für den Grundkern einer Armee zu teuer. Mit 50 Punkten pro Modell. Dann kommen noch die Waffen da drauf und eine Rüstung von 4. Also angenommen, ich habe jetzt eine Einheit, die jeweils mit Handwaffen, mit Pistole eine und einer schweren Rüstung ausgerüstet sind, kommen da 11 Punkte drauf. Das sind 61 Punkte pro Ogre.
Ich nehme drei Stück, sind wir bei 83, 183. Hab dann noch ein komplettes, hab dann noch vielleicht noch einen Hauptmann dabei, sind wir bei 193. Das ist schon Brocken für drei Modelle. Weiß ich nicht, wie man die am besten einsetzt, ob man die am besten einsetzt. Anregungen natürlich wieder in die Kommentare. Vielleicht nutzt ihr gerne viel Fraße und habt eine super Taktik dafür, dann lasst es mich bitte wissen. Säbelzahnrudel. Einheit Größe 1 bis 10. Angst, Teil des Rudel, Stimme ihres Meisters. Brauche ich gar nicht viel drüber sagen. Säbelzahn, 21 Punkte pro Modell, 1 muss mindestens sein, bis zu 10. Perfekt als Umlenker. Schickt die Dinger vorne vor eurer Armee, vielleicht nehmt ihr davon 3 Auswahlen, jeweils einen. Mittig, Flanken, mit vorschicken, einfach nur den Gegner umzulenken, aufzuhalten oder sonst was. Wunderbar. Weitere Elite-Einheiten sind Yetis. Yetis müssen 3 Stück sein, haben die Sonderregel Frostaura und Angst, brennbar und schnelle Bewegung. Ein Yeti darf zum Silberrücken aufgewertet werden, das ist im Prinzip der Champion. Der Yeti ist nicht wirklich besonders stark, wenn ich mir das so angucke im Vergleich. Der ist mit einer Bewegung von 7 allerdings schon fixer dabei als die anderen. 44 Punkte pro Modell. Und durch die Frostaura gibt es eine Möglichkeit, Moment, solange sich ein feindliches Modell im Base-Kontakt mit mindestens einem Yeti befindet, erleidet es einen Abzug von minus 1 auf sein Kampfgeschick. Alle Nahkampfattacken des eines Yetis gelten als magische Attacken. Das heißt, Yetis passen zwar vielleicht technisch bei mir nicht rein, aber würde ich Ogar so spielen, Yetis sind gut, finde ich, wenn es darum geht, dass ich vielleicht gegen Untote kämpfe oder mich generell mit Körperlosen abgeben muss und darauf einstellen muss. Die haben halt magische Attacken und der Gegner, Kampfgeschick minus 1, trifft mich vielleicht schon mal nicht mehr so gut. Kampfgeschick an Medis von 3, das heißt, nee, trifft mich nicht so gut, ist irrelevant. Aber es ist wahrscheinlich so, dass der Yeti besser treffen kann. Das wird es wahrscheinlich sein. Trauerfang, Kavallerie, Einheitengröße 2+, haben Handwaffe und leichte Rüstung. Sonderregel, Angst, Aufpralltreffer W3, dickes Fell. Da dürfen die eine komplette Kommando haben. Der Champion darf ein Ogre-Pistolenpaar bekommen. Die dürfen eine magische Standarte tragen. Die dürfen schwere Rüstung erhalten. Und die dürfen Eisenfäuste oder Zweihandwaffen tragen. Ist im Prinzip eine Einheit aus Streitwägen, also gefühlt Streitwägen Light, die zusätzlich durch die Eisenfäuste parieren darf noch, wie Infanterie auch darf. Und dickes Fell ist im Prinzip wie eine zusätzliche Rüstung, also ein Ross anstehen, wenn ich jetzt mich recht entsinne und nicht blättern möchte. Trauerfänge müssen rein. Am liebsten 2 Einheiten. Die erste baue ich mir jetzt gerade auf. Gott, alleine wie geil die Dinge aussehen. Wenn man vielleicht jetzt diesen Aurum draufsetzt als Reiter. Mega, mega Modelle. I like it. Eine Einheit über die Flanke, 2 Einheiten über die Flanken oder genau zentral. Beide gleichzeitig ineinander und dann fress in den gegnerischen größten Block rein. Einfach nur Carnage und sich drüber freuen. Dann haben wir noch Verschlinger. Einer, 90 Punkte. Überfall, Angst, Raserei, Todesstoß und unerschütterlich. Auch nicht besonders stark, einzeln, aber durch Überfall die Möglichkeit, seine Kriegsmaschine mal eben zu binden, des Gegners. Macht schon Sinn, finde ich. Seltene Einheiten, ein Gnobbler, Schrottschleuder. Besteht aus einer Schrottschleuder, 7 Gnobbler, Schrotter und einem Rhinox. Handwaffe, Schrottschleuderkatapult. Macht Angst und ist ein großes Ziel. Eine Schrottschleuder ist, soweit ich weiß, sowas wie eine Steinschleuder. Noch nie eingesetzt, im Moment auch noch nicht drüber nachgedacht. Könnte ich aber vielleicht machen. Denn so eine große Steinschleuder setzen bestimmt auch Schwarzorks ein. Schrottschleuderkatapult, 12 bis 48 Zoll, Stärke 3, in der Mitte der Schablone auch Stärke 3, mit der Sonderregel Todesstoß. Hat natürlich auch eine Fehlfunktionstabelle, eine extra. Und Schrottschleuderkatapult kann auch dann noch abgefeuert werden, wenn sich das Modell bewegt hat.
mobiles Katapult im Prinzip. 130 Punkte, beim Rüstungswurf von 4 plus ist eigentlich ganz cool. Überlege ich, ob ich sowas auch machen möchte, muss aber erst der Kern her und dann vielleicht diese Goblin-Helfer. Statt Knobler nehme ich dann Goblins, diese Goblin-Helfer, die mitlaufen, mit den Schwarzorks, die auch die Rüstung ein bisschen pflegen und so. Eisenspeier besteht aus einem Eisenspeier, einem Bleispucker, einem Knobler-Schrotter, einem Redox. Eine Handwaffe, Kanone der Himmels-Titan, macht Angst und ist ein großes Ziel. Natürlich die Frage, wo ist das Ding für den Waffenwert hier? So, Kanone der Himmels-Titanen wird genauso abgefeuert wie eine normale Kanone, aber auch wieder dieses mit Bewegung schießen. 36 Zoll, Stärke 10, multiple Lebenspunktverluste W6. Autsch. Eine von einer Kanone der Himmels-Titanen abgefeuerte Kartätsche besitzt Stärke 10. Also imperiale Großkanone auf Steroiden. Autsch. Autsch. Vielleicht so als multiple Speerschleuder gebaut, als riesengroße Repetiersperrschleuder für die Schwarzorks. Weiß ich noch nicht, was da kommt, ob das sowas ist. Aber eine Schrottschleuder wäre auf jeden Fall cool. Auch die hat eine eigene Fehlfunktionstabelle, ist aber im Moment irrelevant. Riese, Eiler, Handwaffe, Sonderregeln umfallen, Riesenspezialattacken, großes Ziel, unnachgiebig, entsetzen. Ein Riese ist ein Riese, ist ein Riese, ist ein Riese. Soll auch in die Armee kommen, habe ich ja glaube ich letzte Woche schon drüber geredet. Mit so einer der Schwarzorks nachempfundenen Plattenrüstung angezogen. Ist glaube ich eine coole Sache. Optisch ja und spielerisch, um einfach Spaß zu haben. Seltene Einheiten, Steinjack, ist ein Steinjack mit einem Ogerreiter, hat einen Kettenvermeißen, Sonderregel, Bestienreiter, erderschütternder Angriff, Raserei, Jagd, Reittier, großes Ziel, natürliche Panzer 4 plus, steinernes Skelett entsetzen und darf eine Harpunenschleuder bekommen, ohne zusätzlich Punkte, um das Vermeißen auszuwechseln. Und es gibt noch das Donnerhorn. Ein Donnerhorn mit zwei Ogerreitern. Ein Reiter hat ein Fangeisen, einer hat eine Harpunenschleuder. Sonderregel, Bestienreiter, großes Ziel, natürlicher Panzer, lähmende Kälte, gleichmäßiger Gang, Frostsplitter, Sphäre und Entsetzen. Viel an Sonderregeln. Da muss ich hier vorne bei den Blättern, hier ist der Steinjack und hier sind die Donnerhörner. Ein Steinjack. Kann natürlich klar der Ogre runtergeschossen werden, wenn ich recht entsinnen. Also es ist ein Monster. Wenn jemand auf ein Monster reitet, kann der auch runtergeschossen werden, soweit ich weiß. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das sich jetzt nicht geändert hat wegen dem Errata. Ich glaube, ich erzähle da totalen Mist. Bleiben wir bei dem, was ich weiß. Ein Steinjack darf als Reittier für einen Jäger gewählt werden. In diesem Fall, aha, da haben wir es. Ersetzt der Jäger den normalen Reiter. Alle Schussattacken gegen das Modell treffen bei 1 bis 4 den Steinjack und bei 5 plus den Jäger. Natürlicher Panzer, klar, Rüstungswurf von 4 plus. Steinernes Skelett. Wird der Steinjack von einer Attacke mit der Sonderregel multiple Lebenspunktverluste verwundet, so wird die Anzahl der dadurch verlorenen Lebenspunkte halbiert. Brüche werden aufgerundet. Das heißt, bei multiple Lebenspunktverluste W6 von 6 komme ich zum Beispiel auf eine 3. Also hat er nur noch 3 Lebenspunkte verloren. Ist eine coole Sache. Und erderschütternder Angriff ist bessere Aufpralltreffer. Auch sehr cool. Durch den Maw Crusher, entweder kann ich ihn so spielen oder so. Das Donnerhorn hat auch wieder das mit dem Bestienreiter. Hat einen natürlichen Panzerrüstungswurf nur von 5 plus. Hat lähmende Kälte. Alle feindlichen Modelle innerhalb von 6 Zoll bekommen, schlägt immer zuletzt zu. Das heißt, es ist eine gute Buff-Einheit, die man mitlaufen kann. Dann haben wir noch den gleichmäßigen Gang. Dadurch ignoriert man Trefferwurf-Modifikatoren bei der Bewegung. Also, auch wenn sich das Viech bewegt hat, kann die Waffe, die der Reiter besitzt, so abgefeuert werden. Die Frostsplitter-Sphäre ist eine Fernkampfattacke mit 6 bis 24 Zoll. Reichweite einer Stärke von 3, Klammer auf 6, Klammer zu, mit multiplen Lebenspunktverlusten W3. Die Frostsplitter-Sphäre benutzt nicht die Fehlfunktionstabelle für Steinschleudern.
Stattdessen bedeutet eine Fehlfunktion nur, dass die Sphäre in diesem Spielzug nicht zum Einsatz kommt, im nächsten eigenen aber wieder normal verwendet wird. Das heißt im Prinzip eine Steinschleuder nochmal zusätzlich bis 24 Zoll Reichweite. So ein bisschen vergleichbar mit einem Giftwindenmörser der Skaven, die multiple Lebenspunktverluste macht. Also alles ausgelegt, um große Viecher zu töten durch diesen multiple Lebenspunktverlust. Und das sind alle Einheiten der Ogerkönigreiche. Meiner Meinung nach viel, viel Spezialsachen, die man erst ab 2000 Punkte wirklich einsetzen kann. Der Fokus sollte eigentlich auf Ogerbullen und Eisenmenzen liegen, so, die durch Tyrannen, Brecher und ein paar Magier unterstützt einfach nur mittig rein. Alles, was man sonst an Spielzeugen kaufen kann, Steinjagd, Trauerfang und, wenn man nicht unbedingt eine Fluffliste spielt, sollte man ab 2000 Punkte nehmen, denke ich. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann dürft ihr das gerne reinschreiben in die Kommentare unter dem Video. Das steht natürlich auch zur Diskussion. Vielleicht tauscht ihr euch als Ogerspieler auch unter diesem Video aus. Würde mich freuen. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall die Orks und Goblins durchnehmen. Das ist viel. Ogerkönigreiche ist ein relativ kompaktes Buch. Die haben nicht so viele Auswahlen. Orks und Goblins ist mega viel. Also wird das wahrscheinlich auch mehr werden. Und da werde ich mir eine Flasche Wasser dabei stellen, damit ich auch mal meine trockenen Mut benutzen kann. Wir werden jetzt einmal zum Maltisch zurückgehen, denn da geht es natürlich auch weiter. Und zurück am Maltisch versuche ich jetzt mit euch einmal meinen Mornfang Cavalry Oruk Tester hier zu bearbeiten und zu bauen, also dass er richtig ist. Wir haben ja das Problem, hier hinten haben wir eine relativ große Lücke. Vom Bobs des Reiters bis zum Redox. Und hier vorne ist auch noch so eine kleine Lücke. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Versuche ich den Oruk weiter zu modellieren oder modelliere ich mehr Fell für den Trauerfang dahin? Mache ich das als zwei Modelle fürs Bemalen, also den Reiter separat? Oder mache ich daraus ein ganzes Modell, in dem ich jetzt schon was festklebe? Ich glaube, ich werde da zwei Modelle ausmachen, oder? Da kann ich das problemlos schließen, diese Lücke. Da muss ich eigentlich noch was wegknipsen, dann geht da auch noch mehr rein. Okay, pass auf, ich habe hier schon alles bereitgelegt. Ich habe zwei Plexiglasplatten. Ich habe hier ein scharfes Messer. Ich habe Modellierwerkzeuge, Tonmodellierwerkzeuge. Und ich habe eine ganze Menge Green Stuff von der Green Stuff World. Und natürlich meine Modelle. Auf meinem Schoß liegt Zeba und ich habe hier auch noch eine fettige Hautcreme schon drauf gemacht. Brauche ich gleich auch. So, aber zunächst werde ich hier ein bisschen was noch von dem Oruk entfernen. In der Hoffnung, dass der dadurch ein bisschen besser am Rhinox anliegt. Ach, am Rhinox, am Trauerfang. Schauen. Kommen wir schon ein bisschen näher. Genau, das wollte ich nämlich. Es geht nämlich darum, jetzt eine maximale Übereinstimmung der Formen im Sitz des Reiters und im Rücken des Reittiers zu erhalten. Dass ich möglichst wenig Stellen irgendwie noch aufmodellieren muss oder sonst wie. Wenn ich mir das anschaue, passt das doch eigentlich ganz gut. Hier ist noch so eine Kante drin. Die möchte ich noch raushaben. So. Oh, da haut mir fast das Messer ab. Genau, so will ich das eigentlich haben. Ich glaube, ich modelliere den Oruk einfach auf. Das ist einfacher, als jetzt beim Reittier noch groß was zu machen. Okay. Wie fangen wir denn mal an? Wir fangen damit an, dass wir uns hier Sekundenkleber und Plastikkleber auch bereitstellen. Und das Messer wegtun. So. Ich brauche eins der Modellierwerkzeuge, auf jeden Fall. Und zwar nehme ich mir von diesem abgerockten das hier, das flache, und diesen
mal dazu. Jetzt geht's an die Vorbereitung für Green Stuff. Die Plexiglasplatten habe ich, da ich das auch mal gesehen habe, genommen, um bessere Ausgangsprodukte an Green Stuff zu bekommen. Sonst hat man immer so eine Kugel, da muss man irgendwie rumwuseln. Hier kann man sie platt drücken, zeige ich euch gleich, und kann dann damit arbeiten. Erstmal brauchen wir ein bisschen von dem Green Stuff. An alle da draußen, die jung sind und zuschauen, passt mit den Messern auf oder holt euch jemanden, der nicht damit auskennt. Die Dinger sind sauscharf, können verletzen, können zu Verblutung und Tod führen. Also unterschätzt das nicht. So, das Green Stuff ist ja hier eingewickelt in Plaste. Die kommt ab. Und jetzt ist natürlich so eine Philosophie-Sache. Es gibt Leute, die schneiden hier das in der Mitte einmal auseinander, damit die Verbundstelle weg ist, die schon länger so verbunden ist. Andere lassen es zusammen. Ich mache es jetzt einfach mal ab. So, rausgeschnitten. Weg damit, brauchen wir nicht mehr. Und wir haben unsere zwei Komponenten der Modelliermasse. Das setze ich schon mal aufeinander. Jetzt nehme ich ein bisschen was von der feuchtigkeitsfetthaltigen Creme hier auf meine Finger, damit die, das Green Stuff nicht so pappt. Ich gebe hier so ein bisschen was auch aufs Green Stuff drauf. Dann wird es nämlich geschmeidiger. Habe ich mal rausgefunden. So, und jetzt muss ich das Ganze einfach verkneten. Unter den Oruk-Pappen, den Oruk-Ans, an den Trauerfang-Pappen und das Ganze dann so zurecht modellieren, dass es so aussieht, als würde der Oruk zum Trauerfang dazugehören. Jetzt wären das nicht zwei verschiedene Modelle aus komplett verschiedenen Model-Ranges sozusagen. So, da kann ich noch ein bisschen mehr drauf. Zack. Die Frage ist, ob ich das wirklich platt drücken muss jetzt gleich. Oder ob ich das euch beim Riesen zeige, wenn ich den dann mache. So. Das ist also mein Green Stuff Bällchen sozusagen. Eine Kugel aus Green Stuff, aus Modelliermasse, die ordentlich klebt. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Heißt im Prinzip, wenn ich vorne am Schritt und hinten am Gesäß von dem was mache, dann sollte ich da was modellieren können. Also wieder mit dem Messer ein Stück abgeteilt. Das mache ich jetzt hier so einer Wulst. Und pappe das hier vorne einfach mal gegen. So. Jetzt nehme ich mir das eine Modellierwerkzeug. Und das erstmal hier ein bisschen an diese Creme dran. Sonst pappt nämlich auch das Modellierwerkzeug hinterher am Modell fest, am Green Stuff fest. Und jetzt versuche ich hier so ein bisschen die Linien aufzugreifen, die das Modell schon hergibt. Hab leider nicht ganz so viele hier. Der hat eine Wanzenplatte, das sehe ich. Hier ist ein Schädel. Das heißt, ich versuche die Wanzplatte neben dem Schädel ein bisschen nach unten zu verlängern. Durch das Green Stuff. Da baue ich so eine Kante ein. So, hier haben wir die Hose. Das heißt, ich drücke das alles mal ein bisschen weiter in die Mitte nach unten. In diese Lücke rein. Jetzt nehme ich nur mal das andere Werkzeug. Drück das da drin mal ein bisschen so zurecht. So. Ich bin auf die andere Seite, verlängere hier wieder die Linienführung dieses Schädels, den er am Gürtel trägt. Damit das alles so aussieht, als würde es dazugehören. Schließe den Schädel.
Schädel jetzt hier unten so ein bisschen ab, indem ich so eine kleine Trennlinie einbaue. Jetzt der Moment der Wahrheit, wenn ich den jetzt hier mal so anhalte und aufdrücke, da wo er hin soll, drücke ich ja das Green Stuff im Prinzip auch schon in eine Form, wo es hin muss. Dann sehe ich nämlich hier an der Seite muss ich die Kniekachel und hier auch ein bisschen rausmodellieren. Das Gute ist aber, dass hier unten das Green Stuff im Prinzip schon die Form angenommen hat, die es braucht, um an, das, an den Trauerfang dran zu passen. So wie sonst fertig modellierte Plastikteile der neuen Generation zusammenpassen, passt dann auch dieser Auruk genau in der richtigen Position auf den Trauerfang. So, für die Kniekacheln mache ich mir nochmal extra Stücke hier ab. Einmal. Wobei das glaube ich ein bisschen zu wenig war. Setze ich mal hier dran. Und arbeite die Übergänge mal raus. Dass es halt so aussieht, als würde dieses verlängerte Stück ganz klar zu der Kniekachel gehören, die auch so von professionellen Modelldesignern an das Modell anmodelliert wurde. Dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Wichtig ist, wenn ihr so modelliert, dass ihr dann das Modell so in der Hand haltet, dass ihr nicht mehr an die Stellen rankommt, wo ihr das Green Stuff schon glatt gezogen habt. Beziehungsweise die Kanten auch versäubert habt. Da seht ihr nämlich sofort eure Fingerabdrücke wieder. Das will man auf glatten Panzerplatten ja nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das auch nicht wollt. So, hier mache ich so eine Kante rein. Vorsichtig. Die trennt dann den Stoff und den Metallteil der Beine, also Hose und Rüstung im Prinzip. Jetzt passe ich das wieder an. Merke, dass es da schon mal ganz gut passt. Ich glaube, ich mache noch einen Teil raus. Ich muss noch die Mitte zwischen den Beinen. Na komm. Ja. So. Da ist alles heile geblieben. Gut. Die Mitte zwischen den Beinen muss ich noch ein bisschen aufbauen. Da ist noch ein kleines Loch drin. Da kugle ich jetzt quasi ein bisschen Green Stuff. Setzt das mal hier so rein. Ein bisschen wie ein Prellbeutel bei den imperialen Uniformen. Man könnte auch ganz platt sagen, der Sackschutz. Wie ihr eben gesehen habt, kann man das Werkzeug auch immer mal wieder ein bisschen mit der fetthaltigen Handcreme benetzen. Das wirkt quasi Wunder. So, das war wunderbar eigentlich. Dann setze ich den so drauf und modelliere den Rest an. Das war beim Malen ein bisschen umständlicher. Aber fürs Modellieren einfacher. Sonst ist ja dann eben auch immer das Problem, wenn ich ein Modell habe, da war ein bisschen was dran, einen Sekundenkleber oben getrocknet, wo die Tülle zuging. Wenn ich ein Modell habe, das war zu viel, scheiße, das nachträglich auf das Reittier aufgeklebt wird, dann sieht man meist die Übergänge
Ist leider nicht so cool. So. Zack, einmal mit Sekundenkleber fixieren das Ganze. Kann ich nämlich jetzt am kompletten Modell weiterarbeiten. Mit Plastikkleber. Sehe ich unterstützend hier die Hand, die sich im Fell festhält, und hier unten die Beine nochmal, da wo kein Sekundenkleber ist. Denn jetzt kommt das Rendezvous so, dass ich drumherum überall anmodellieren muss, wo jetzt noch Lücken sind. So, das heißt, da ist kein Sekundenkleber, da bleibe ich auch nirgendwo festhängen mit dem Modellierwerkzeug. Das ist nämlich jetzt so eine Sache. Wenn ich jetzt sofort weiterarbeite, muss ich da schon aufpassen, dass ich nicht irgendwie hängen bleibe. Hier haben wir diese Kniekachel der Rüstung, die bis zum Fell geht. Wo ich eigentlich da noch ein bisschen in dieses Fell reinarbeiten müsste. Nee, da ist auch das Geschirr. Hier hätte dieses Bauch- und Rückengeschirr. Das ist, glaube ich, genau die Kante. Das muss dann nicht unbedingt sein. Könnte ich mir vorstellen. So, aber diese natürliche Linienführung dieser Panzerplatte greife ich natürlich nochmal auf. Ziehe aber nochmal ein paar Kanten rein. So diese Absplitterung oder Macken an die Kanten. Ja, natürlich auch zu den Modellen dazu. Dann wirkt es besser, wenn die modellierte Stelle das auch hat. So kann ich auch ein Messer nehmen für eine ganz kleine Kante. Das einfach an ihr kann man andrücken. Auseinanderziehen. So. Jetzt seht ihr auch, warum ich quasi diesen Bereich im Schritt des Modells erst gemacht habe. Da komme ich jetzt mit Modellierwerkzeug beim besten Willen einfach nicht mehr dran. Ich kann hier nur noch diese Stelle ein bisschen aufgreifen. Wo dieser Schädel zu erkennen ist. Wenn der Kniekachel noch ein bisschen feiner. Auch wenn er nicht mehr wirklich, da ist ja kaum noch was zu machen. So. Jetzt habe ich das Ding. Hier unten die Schuhe hängen noch teilweise in der Luft. Und hier ist so eine Lücke unten dran am Gesäß des Reiters. So sieht man es, glaube ich, besser. Genau. Da muss ich mich jetzt noch irgendwie drum kümmern. Da ist noch überall Kleber. Feuchter. Das heißt, ich gehe erstmal diesen Fuß hier und gucke mal, dass ich da aufpolster ein bisschen von unten. Nehme ich mir noch wieder eine Kugel Green Stuff. Jetzt halte ich hier noch von oben sicherheitshalber mal ein bisschen fest, damit ich nicht, wenn ich von unten mit dem Modellierwerkzeug dran drücke, aus Versehen das ganze Modell nach oben drücke. Diese Kugel setze ich jetzt einfach mal hier unten an. Drück die vorsichtig in diese Lücke hinein, die sich hier ergeben hat. Und auch unten unter dem Schuh lang, um hier vorne die Spitze noch mal ein bisschen auszuarbeiten. So.
und hier hinten nochmal um. Zu dem anderen. Zur Flanke des Tieres. Jetzt schneide ich hier mal ein bisschen was raus von dem Green Stuff, weil das zu viel ist. Wenn ich das hier jetzt reindrücke, dann muss ich nur noch neues Fell aufmodellieren. Das wäre auch Quatsch. Ich merke gerade, ich hebe mir vorne das Modell ab. Scheiße. Scheiße. Jetzt war ich so enthusiastisch dabei hier hinten auf der Seite. Dass ich vorne nicht richtig drauf geachtet habe, was ich mache. Ja, so kann es passieren, nicht? Mist, dann muss ich alles nochmal noch. Ach Gott! Okay. Okay. Langsam, langsam. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich krieg das hin. So, was passiert natürlich grundsätzlich live. Dann im Video, wenn man sich natürlich wieder zu viel vornimmt. So, hier wieder ein bisschen Green Stuff draufgesetzt auf die Stelle, die ich mir gerade total verzogen habe, an der Kniekache. Eine Ecke da unten polster ich dann hinterher aus, wenn das Green Stuff ein bisschen getrocknet ist. Und wieder hier unten zu dem Fuß. Dann geht es jetzt für mich darum, die Strukturen dieses Geschirrs, diese Linienführung, die sich dadurch ergibt, aufzugreifen. Den Schuh ein bisschen anzupassen. Und hier unten natürlich jetzt ganz wichtig, die Fellstruktur auszuarbeiten wieder, wo ich ein bisschen Green Stuff reingeschmiert habe. Dafür nehme ich mir eine Nadel. Und drücke das Green Stuff quasi in die Strukturen am Rand. Also am Rand, wo das Green Stuff auf das Modell trifft. Und da schon direkt jetzt diese Linie des Fells da aufzugreifen. So. Damit das an der Stelle nicht so unnatürlich aussieht. Das war so nachträglich gemacht. Was es ja eigentlich ist, aber wonach es gar nicht aussehen soll. Zack. So. Ups, da habe ich mir das Küchenrolle zum Finger abputzen weggeschmissen. So, denn durch die Creme hat man oft auch irgendwelche Partikel an den Fingern, die da gar nicht dran sollen. Dann ist ja auch mal ganz gut, wenn man die wegkriegt. So. Dieser Netz kommt auch hier wieder dran. Natürlich jetzt ärgerlich, was ich euch hier gerade zeige. Deshalb würde ich vorschlagen, mache ich das auch einfach mal off-cam weiter.
kann ich mich besser konzentrieren und auch übers Modell lehnen, während ich herummodelliere oder es versuche. Also da kann ich auch näher dran so und muss nicht immer hier gucken, dass ich irgendwie im Fokus bin. Ich versuche das Modell dann auch fertig zu haben und auch zu bemalen, damit das auch passend fürs Thumbnail fertig ist. Ich mache noch eben hier diese eine Ecke, wo die Kniekachel das Geschirr trifft und wo ich vorne mit dem Green Stuff ein bisschen jetzt hier ins Fell rein bin. Da kann ich mir auch die Nadel nehmen, das Green Stuff ein bisschen in diese Fellstruktur reindrücken, um die aufzugreifen oder einfach, wenn es nicht halten will, das Green Stuff abzunehmen, was glaube ich eher gerade der Fall ist. So, und hier unten wieder die Kante in die in die Platte, in die Kniekachel. So, sehr schön. Schön, schön. Muss ich oben die Kante noch mal richtig nachziehen. Damit die auch sauber ist. Okay, würde ich mal sagen. Für den ersten Versuch an diesem Teil ist es natürlich, reicht das erstmal so mit dem Wissen, aha, das musst du länger trocknen lassen, bevor du daran weiterarbeitest. Die andere Kniekachel ist relativ verschont geblieben. Die Mitte sieht auch nicht so schlimm aus. Das heißt, ich habe jetzt hier an diesem Fuß die Stelle noch. Natürlich hier ganz unten drunter auch noch. Und hier hinten diesen Bereich, den ich noch nachmodellieren muss. Was ich jetzt off-cam machen werde. Und euch dann hoffentlich im Thumbnail und im zum Video zugehörigen Foto dann auch schon einmal entsprechend präsentieren kann. Ich hoffe. Ich hoffe, dass es was wird. So, ach übrigens, eine coole Sache, die man auch noch machen kann, man kann das Messer nehmen und gerade bei flachen Stellen damit auch ganz, ganz schöne flache Sachen machen. Einfach hier so die flache Seite überziehen. Dann könnt ihr richtig schön gerade Flächen rauskriegen. Nur mal so. Soll das jetzt gewesen sein erstmal. Ich mache den fertig und zeige euch das Ganze dann. Und ja, ihr geht weiter. Wie jedes Mal. Zu Endcard. Das war die zweite Episode im Oktober. Und jetzt willkommen auf der Endcard. Das Video ist leider schon vorbei und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Positive rausziehen. Meine Green Stuff Arbeiten sind ja so ein bisschen verunglückt. Ich hoffe, dass ich die bis zum Upload des Videos ausgebessert habe und das Modell soweit vorbereitet habe, damit ich es euch präsentieren kann, wie es dann wirklich ausschaut. Und ich hoffe auch, dass euch die Vorstellung der Ogerkönigreiche gefallen hat. Falls ihr da was gefunden habt, wo ich total Bullshit erzählt habe, falls ihr eine Anregung, Ideen oder Kritik habt, bitte alles als Kommentar unten im Video bei YouTube, Tabletop-Weltforum und bei Facebook. Wenn ihr Fragen habt, macht die bitte auch öffentlich. Nur so kommen wir zu einer Diskussion in der Community und nur so können euch maximal viele Leute helfen. In letzter Zeit sind einige Fragen an mich herangekommen, die ich nun beantwortet habe. Das ist aber immer nur meine Sicht der Sache und meine Einstellung zu irgendwas. Wenn ihr möglichst viele Meinungen haben wollt, schreibt die einfach als Kommentar, dann werden auch wahrscheinlich möglichst viele Leute darauf antworten. Und ich möchte noch darauf hinweisen, ein Highlight ist passiert, meine letzte Episode hat ein Dislike bekommen. Danke für das Dislike. Wenigstens du hast das Video geguckt, auch wenn es dir nicht gefallen hat. Danke.
bis zum nächsten Mal habt ihr hier und hier die Möglichkeit, die alten Videos von damals zu schauen. Ich denke mal, ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich denke mal, dass hier auch das Video mit dem Dislike zu finden sein wird. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim Maltisch am Mittwoch. Jetzt andere alte Episoden schauen, Pinsel raus und weiter geht's. Und bleibt mir treu. Danke für den Support. Euer Lesefinger. Ich bin raus. Tschüss.